Hallo meine lieben Kreativen. Ja, heute möchte ich euch meine erste Art Journal Seite zeigen, die ich gemacht habe. Und zwar gibt es dieses Ringbuch, gerade aktuell beim Lidl im Angebot. Das habe ich mir gleich mal geholt und möchte jetzt auch mit dem Art Journaling anfangen. Ich gestalte jetzt mit euch meine erste Seite. Dazu verwende ich jetzt mal Schnipsel aus einem Notenbuch, die ich mit diesen Sachen von der Firma Marabu, die es auch eben jetzt gerade beim Lidl gibt, im Angebot so ein Klebemittel verwende. Ein Acrylic Medium nennt sich das Ganze, ist so eine Box, sind 4 Stück drinnen. Da ist unter anderem 2-mal eine Grundierung drinnen, in Weiß und in Schwarz, ein Acrylgel und ein Kleber. Und ich verwende jetzt hier eben den Kleber, um meine Schnipsel anzubringen. Der Kleber haftet super gut, alles super fein funktioniert. Als nächstes nehme ich, um ein bisschen mehr Struktur in die Seite zu bekommen, dieses Gewebeband, das ich mir zurechtschneide, damit es ausgefranst ansieht, und klebe das ebenfalls auf meine Seiten. Hat dann später einen schönen Effekt, damit einfach ein bisschen Struktur in die Seite kommt. Und trockne das Ganze mal vom Klebemittel her. Und weil mir natürlich das noch immer zu wenig Struktur ist, verwende ich hier eine Schablone von Viva Decor mit dem Acrylgel, das ebenfalls in dieser Box drinnen ist, die ich euch zu Anfang gezeigt habe. Und spachtle mir jetzt mal die Struktur auf meine Seite. Ich wollte es jetzt nur ein bisschen im Eck haben, denn es kommt noch eine zweite Schablone zum Einsatz, die ich da anwende. Ebenfalls eine Schablone von Viva Decor. Aber das seht ihr dann gleich, wie das dann eben funktioniert. Das Acrylgel bläst sich nicht extrem auf. Es bleibt so, wirklich so, wie man es aufgetragen hat. Ist eigentlich transparent. Das heißt, man könnte auch, man kann es sehr gut einfärben, denn es ist matt und transparent. Und es blustert sich auch nicht auf, also es verträgt Hitze. Je nachdem, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich finde den Effekt, wenn sich was aufplustert, wie zum Beispiel dieser Traumschnee von Ideen mit Herz, den ich hier jetzt gerade verwende für diese Schablone, lässt sich super gut auftragen. Man kann es wirklich schön aufspachteln, was ich ja meistens bei den meisten Strukturpasten nicht mag, weil da eben so eine Körnung drinnen ist, und das ist eben ein richtiger schöner Traumschnee. Erinnert mich irgendwie an Eiweiß, aufgeschlagenes Eiweiß, genauso die gleiche Struktur hat es, also richtig schön cremig und schaumig trägt man es dann auf und kann es dann eben entweder so trocknen lassen, dass es selbst durchtrocknet, dann bleibt es genau in dieser Form erhalten, wie man es aufgetragen hat. Aber der Doppelteffekt ist, wenn man das trocknet mit einem Heißluftföhn, dann plustert sich das richtig auf. Das heißt, es verbrennt ja eigentlich von innen dann, weil es viel zu heiß ist. Aber der Effekt ist, dass dann wirklich Blasen schlägt und sich das Ganze richtig schön aufplustert und eine runde Kontur bekommt. Nicht mehr eckig, so wie man es aufgetragen hat, dass dann eben diese Ecken entstehen durch die Schablone, sondern es wird wirklich schön rund, und hier und da ist eine größere Blase und dann mal eine kleinere Blase, und das gefällt mir persönlich viel, viel besser, weil es nochmal ein Highlight ist, nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen, was das Ganze schöner erscheinen lässt, zumindest für mich. Nachdem das Ganze dann eben getrocknet worden ist, verwende ich hier das Acryl Gel in Schwarz, die Grundierung, also ein schwarzes Gesso eigentlich, und trage das wirklich großzügig auf meine Seite an, rauf, sogar vielleicht ein bisschen zu großzügig, ich hätte da sparsamer sein können, aber ich habe nicht gewusst, dass es so schön zum Verstreichen geht, also ich kann es echt empfehlen, super Produkt. Nachdem es mir dann aber doch zu viel war und man den Untergrund gar nicht mehr durchgesehen hat, von den Notenblättern, die ich vorzeitig aufgeklebt habe, nehme ich da jetzt so Feuchttücher und trage wieder ein bisschen was von dem schwarzen Gesso, trage es wieder ab, und der Effekt, den ihr hier jetzt schön beobachten könnt, warum das wirklich so nur dort weggenommen wird, wo eben unten die Notenblätter sind,
kommt durch den Kleber, durch dieses Acrylmedium, das ich vorher als Klebemittel verwendet habe. Das ist super glatt und da haftet die Farbe nicht so extrem drauf. Das heißt, man kann es wirklich schön wieder wegwischen. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr gerubbelt hätte, hätte ich das schwarze Gesso komplett wegtragen können. Wollte ich aber dann natürlich nicht, war mir sogar ein bisschen zu viel. Also habe ich wieder so ein Blatt genommen und habe es nochmal ein bisschen drauf gestrichen, denn ich wollte nur ein bisschen vom Untergrund raufscheinen lassen, dass das durchscheint, die Notenblätter, dass man da eben noch die Noten ein bisschen sieht und das restlich aber trotzdem schwarz bleibt und wirklich grundiert ist. Das Ganze wird dann wieder natürlich getrocknet mit einem Heißluftföhn und dann kommt schon Farbe ins Spiel und zwar habe ich hier selbstgemachte Sprühfarbe verwendet. Einfach Acrylfarbe mit ein bisschen Alkohol bzw. Wasser. Ich habe meine Flaschen immer mit Alkohol angereichert. Und verwende diese kleinen Sprühflaschen eben und sprühe es auf. Unter anderem habe ich auch diesen Textil-Sprühzauber von Ideen mit Herz verwendet, weil die Farben super deckend sind. Der einzige Nachteil davon ist, wenn man die aufträgt, muss man super schnell arbeiten, wenn es zu intensiv ist, denn die Farben trocknen ganz, ganz, ganz schnell ab und sind super deckend. Also wenn man nicht zu viel haben möchte, muss man da schnell mit Wasser wirklich drüber, damit man es ein bisschen verdünnt, damit es nicht zu krass ist und die Farbe ist wirklich hoch, hoch deckend. Was ich hier jetzt auch versucht habe, es wieder mit Wasser aufzulösen und ein bisschen wegzumachen. Ich war aber da leider schon zu langsam, also habe ich es einfach so gelassen und habe das Ganze ein bisschen verlaufen lassen und trockne die Seite wieder super schön gut. Und was mich dabei dann eben schon aufgefallen ist, also das Grundiermittel und die Seiten sind super cool. Es wälzt sich fast gar nichts. Also die Seite hat sich nur ein bisschen erhoben auf den Ecken, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Aber sonst keine Wellen, kein gar nichts. Also echt zu empfehlen, das Buch und auch die Grundierungsmittel, die es da gibt. Ja, nachdem das Ganze dann eben getrocknet worden ist, nehme ich mir die Brillant Goldcreme von Ideen mit Herz und arbeite nochmal die Strukturen raus, die ich ja vorher mit dem Tromstee gestaltet habe und bringe das Ganze nochmal ein bisschen hervor, damit das in Goldfarbe ein bisschen rauskommt. Das trage ich dann eben auch auf dieses Gewebeband auf und auf die Strukturen, die ich mit der ersten Schablone gestaltet habe. Nachdem man das ja mit dem Finger nicht so gezielt auftragen kann, dass da immer nur auf der Erhöhung ist, sondern da man unter Anführungszeichen auch ein bisschen patzt, ist das aber gar nicht schlimm, denn wenn man einen Pinsel nimmt und ein bisschen Wasser, die Farbe ist nämlich wasserlöslich, kann man das Ganze nochmal ein bisschen auflösen und verteilt dann eben den Schimmer von dieser Brillantcreme über die ganze Seite und das habe ich hier ganz genau gemacht. Ich habe einen Wassertankpinsel verwendet und habe das wieder dort weggenommen, wo ich es nicht haben möchte. Also wo ich mit dem Finger auf die Seite gekommen bin und nicht nur auf die Struktur. Da habe ich es einfach wieder weggenommen. Jetzt sieht man das zum Beispiel super, super gut, wie es dann wieder der Untergrund hervortritt und die Creme einfach wieder weggewischt wird bzw. wieder ein bisschen verteilt wird, sodass die ganze Seite dann einfach einen leichten Schimmer bekommt, aber das Gold richtig schön rauskommt dort, wo man es haben will und dort, wo man es nicht haben will, einfach verwischen. Hat super funktioniert. Dann war es mir zu wenig, also habe ich nochmal nachgelegt und habe nochmal ein bisschen mit der Goldcreme ein paar Sachen rausgearbeitet. Hat dann auch wieder super funktioniert. Habe das Ganze dann auch wieder ein bisschen trocknen lassen und habe dann als nächstes einen Gelstift genommen und habe mir eben da drauf geschrieben Art Journal, wie ihr hier sehen könnt. Weil ich mir gedacht habe, als erste Seite, als Grundseite ist das super gut, kann man einfach so verwenden. Dann war es mir aber natürlich viel zu dünn mit diesem Stift, also habe ich mir einen weiteren weißen Stift genommen und zwar war das dann so ein weißer Edding, ein Paintmarker 750, also ich glaube, das ist so ein wasserfester. Mit dem ich das Ganze nochmal nachgezogen habe, dass das rauskommt. Dann war es mir aber leider zu weiß. Also dachte ich mir, dann nehme ich einfach mal so Embossing-Pulver und mache das Ganze nochmal in Gold, damit es stimmig ist mit der Seite. Ich habe hier den Stift von Wassermark verwendet.
ist ein Embossing-Stift, also Embossing-Flüssigkeit ist da drinnen, wo dann eben das Embossing-Pulver drauf haften sollte. Bevor ich das gemacht habe, habe ich noch ein Puder verwendet, das ich auf die Seite aufgetragen habe, damit das Embossing-Pulver wirklich nur dort haftet, wo es haften soll. Da nehme ich die Sprühfarben von Ideen mit Herz, also diese Textilsprühfarben, sind ein bisschen gummiartig und ein bisschen klebrig. Deshalb habe ich versucht, da einfach mit einem Puder drüber zu gehen. War aber dann doch ein bisschen zu wenig, also musste ich dann noch nachhelfen, als ich das Embossing-Pulver aufgetragen habe, musste ich dann eben nachhelfen mit einem Pinsel und das unerwünschte Pulver wieder entfernen. Dort, wo ich es natürlich nicht haben möchte. Ja, hat dann auch super gut funktioniert. Alles wieder entfernt. Dort, wo es nicht haften soll, da geht es auch relativ leicht runter. Aber ja, man muss ein bisschen nachhelfen. Dann wird das Ganze mit einem Embossing-Föhn erhitzt und das Pulver schmilzt. Und somit kommt so richtig schön die brillante Goldfarbe richtig schön raus. Das kann man richtig schön beobachten, wie das Pulver verschmilzt und schön aussieht. Jetzt wollte ich noch das restliche Pulver, das noch vielleicht übrig war, wieder mit einem Pinsel wegmachen. Hab's aber leider nicht auskühlen lassen und bin mit meinem Rasierpinsel, den ich ja immer für als meinen Kehrbesen verwende, bin über die Seite drüber gegangen und habe mir leider das Embossing-Pulver dann verwischt, wie ihr hier gesehen habt, und habe so richtig verschmiert mit dem Ding. Naja, also musste ich leider nochmal ran. Das ist eben live. Ich habe gedacht, ich lasse das trennen und ja, Fehler passieren, man kann es aber dann wieder ausbessern. Es hat zwar dann so einen Schliff bekommen, aber gut, das gehört einfach dazu. Also nochmal Pulver aufgetragen, Pulver an unerwünschter Stelle wieder weg und nochmal drauf embossed, damit das Ganze wieder schön glänzt und schön aussieht. Fehler passieren, kann man nichts machen. Dann war mir das aber irgendwie dann noch immer nicht stimmig, also habe ich mir nochmal einen Gelstift genommen, einen weißen Gelstift. Und habe das Ganze nochmal schattiert, unter Anführungszeichen, mit Weiß. Also das ist der Gelstift von Hybrid Gel. Ja, ich glaube, das ist die Marke. Den kann ich echt wirklich, wirklich empfehlen. Ich hatte schon einige weiße Gelstifte, die waren nicht so gut. Aber dieser hier schreibt fast auf jeden Untergrund und gerade so, wenn man mit Farbe und Struktur arbeitet, kann man den super gut verwenden. Und da ziehe ich jetzt einfach so einen kleinen Schatten, eben bei dem Wort Art Journal und bei dem Time arbeite ich das eben auch noch raus und ziehe wirklich von einer Seite den Schatten, nur von der Unterseite, so als würde von oben links quasi die Sonne kommen und der weiße Schatten fällt dann eben unten und rechts auf die Buchstaben. Und hier könnt ihr sehen, der Stift ist echt genial. Also man trägt den auf und er ist super weiß und auch auf dunklem Untergrund kann man ihn super schön rausarbeiten und rausgestalten. Ja, ich bin begeistert einfach von dem Stift. Kann ich echt wirklich nur empfehlen. Nachdem ich dann kontrolliert habe, ob es mir gefällt, ob es genug ist, ob ich vielleicht sonst noch irgendwo was machen sollte, habe ich befunden, dass es eigentlich okay ist, dass ich da nichts mehr mit Weiß machen möchte, sondern wirklich nur das Art Journal und Time ausgearbeitet habe. Habe ich beschlossen, es muss noch ein bisschen Glitzer rein. Ja, Glitzer versüßt das Leben. Also habe ich mir den Wink of Stella genommen in klar und bin nochmal über das Art Journal, damit es da nochmal glitzert, und über das Time nochmal drüber und habe hier auf den Strukturen auch nochmal ein bisschen Glitzer gesetzt, ebenso auf diesem Gewebeband, damit das einfach wieder, ja, leuchtet, glitzert, mädchenhaft ist, und habe das Journal nochmal unterstrichen mit Glitzer, damit das auch nochmal schöner rauskommt. Ja, und dann war eigentlich meine Seite schon wieder fertig. Ich war super zufrieden mit der Seite. Fürs erste Mal hat es wunderbar geklappt. Ich bin echt super begeistert davon. Und ja, kann das Ringbuch bzw. das Art Journal von Marabu echt wirklich nur empfehlen. Wie ihr gesehen habt, ich habe wirklich nass gearbeitet. Ich habe es
richtig nass gemacht und das Papier hat sich nicht gewellt. Wie gesagt, es ist auf den Ecken links und rechts ist nur ein bisschen dann aufgestanden. Habe ich dann, als getrocknet war, wieder zurechtgebogen und habe es wieder gerade gebogen. Und seitdem steht die Seite super gerade, also echt top. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt wirklich an den Seiten liegt oder an dieser Crea-Box, also an dem Gel-Medium. Also beides in Kombination, echt empfehlenswert, kann man da wirklich nicht sagen. Ja, und jetzt werdet ihr auch mehr solche Projekte von mir sehen, mehr Art Journal Seiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr möchtet auch wirklich mehr von mir sehen. Würde mich freuen über eure Kommentare, was sagt ihr dazu, was sind eure Lieblingsbücher aus dem Art Journal. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, würde mich echt freuen. Und hier unten im Eck, da siehst du eine kleine Fee, da kannst du meinen Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren. Würde mich freuen, wenn dann meine Abozahlen noch ein bisschen steigen. Und natürlich darfst du das Video auch sehr, sehr gerne überall in den sozialen Plattformen teilen. Wie, weiß ich nicht, Facebook, Pinterest und so weiter und so fort. Würde mich freuen. Naja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich glaube, ich beginne nochmal mit meiner zweiten Seite vom Art Journal. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!